Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und leider hat unser SK Sturm das Rückspiel gegen Ajax Amsterdam in der Champions League Qualifikationsrunde Nummer 2 mit 1:3 verloren. Und Ajax ist damit mit einem Gesamtscore von 1:5 aus unserer Sicht aufgestiegen und spielt eben weiter in Champions League Quali. Und wir müssen uns eben jetzt mit der Europa League Qualifikation begnügen. Das Spiel eigentlich jetzt gar nicht so schlecht angefangen. In der ersten Minute Ferreira mit einem Distanzschuss, der für mich überraschend wieder in der Startelf stand. Der Schuss allerdings knapp vorbei am Tor. In der 9. Minute dann eine gute Chance für Ajax. Tadic allein vor 7 Handel überlupft ihn. Der Ball geht aber knapp am Tor dann vorbei. Danach passiert lange Zeit nichts. Das Ganze eigentlich relativ ausgeglichen mit technischen Vorteilen für Ajax Amsterdam. Und dann in Minute 25 ein Distanzschuss von Hirlener, der die gute Möglichkeit auf die Führung hat. Aber auch sein Schuss geht knapp übers Tor. Man merkt, dass Sturm kein probates Mittel findet, um wirklich Ajax-Defensive knacken zu können. Und man sieht auch die Amsterdamer im Endeffekt auch ja, technisch einfach eine Stufe über unseren Blackies, so ehrlich muss man sein. Ajax hat dann auch hier und da gute Chancen. Unsere Blackies werden dann eher aus der Distanz gefährlich und in der 39. Minute fällt dann leider Gottes auch das 0:1 aus unserer Sicht. Das Tor erzielt von Klaas-Jan Hüntelaar, dem ehemaligen Stürmer von Schalke 04. Ein hoher Ball in unseren 16er, meine Stimme ist wieder mal am Verrecken, ihr merkt es. Und Hüntelaar hat alle Zeit der Welt, um sich den Ball anzunehmen mit der Brust und ihn dann eiskalt abzuschließen und eben Siebenhandel keine Chance zu lassen. Und das ist eben auch das 0:1, damit geht es auch in die Kabine. Und die zweite Halbzeit beginnt leider wirklich grottenschlecht für unsere Blackies, denn gleich in Minute 46-47 fällt das 0:2. Der Torschütze dieses Mal Tadic, der Neuzugang von Ajax Amsterdam von Southampton über die rechte Seite. Ich glaube, Neves ist es, der viel zu viel Zeit und Raum hat und die steile Hereingabe auf Tadic bringt. Und der trifft eben dann zum 2:0. Damit war die ganze Sache ehrlicherweise dann entschieden. Und danach passiert lange Zeit gar nichts mehr. Sturm versucht, aber kann nicht wirklich mehr zulegen und den Anschlusstreffer erzielen. Ajax muss nicht wirklich viel machen, erzielt aber in der 77. Minute das 3:0. Ein Steilpass auf Hüntelaar und der allein von 7 hatte keine Abwehrchance. Und das ist eben ja, das dritte Tor dann für die Amsterdamer, für die Gäste aus Holland. Sturm, ja, ist wirklich über die ganzen 90 Minuten sehr bemüht, aber es geht einfach in der Offensive viel zu wenig. Genau knapp nach Seitenwechsel vor dem 0:2 hat Sturm eine Chance durch Markus Pink, der relativ frei allein vom Tor steht, aber dann auch an Onana scheitert. Und ja, im Endeffekt nach dem 0:3 das Ganze eben erledigt gewesen. Eine Chance gab es dann aber noch für unsere Blackies und das war ein Geschenk von Ajax Amsterdam. Ein Rückpass, ich glaube von De Ligt ist es, auf Onana, dem verspringt der Ball und der Ball springt irgendwie ins Tor. Also ein FIFA-Bug würde man da sagen. Und auf jeden Fall ist das eben das Geschenk von Ajax Amsterdam zum Abschluss in der 89. Für Sturm. Also es ist der Ehrentreffer zum 1:3. Aber es bringt natürlich ergebnistechnisch nichts mehr. Also am Ende gewinnt Ajax, muss man ehrlich sagen, hochverdient mit dem Gesamtscore von 5:1. 3:1 eben das Rückspiel. Und ja, wir sind ausgeschieden. Amsterdam ist weiter. Man hat halt den Klassenunterschied leider gemerkt. Und ja, von dem her kann ich mich dann nur mehr in der Richtung verabschieden. Der Support, 90 Minuten, wirklich gut. Aber es hat halt nicht gereicht. Und von dem her sehen wir uns dann einfach, würde ich sagen, beim nächsten Mal, es gilt, die Wunden zu lecken. Und ja, bis zum nächsten Mal eben. Euer Elias. Auf die Schwarzen! Auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.